Hallo zusammen. Ich möchte heute mal ein bisschen über ein Thema reden, wovon ich schon viel geredet habe, beziehungsweise was in vielen Videos so ein bisschen anklingt, was aber so unglaublich wichtig ist, dass ich es einfach nochmal hier verstärken will, dadurch, dass ich es einfach nochmal anspreche. Und zwar ist das, dass alles in einem Leben oder alles im Leben einen Sinn hat. Und wir das Vertrauen ins Leben nicht verlieren dürfen, sondern wir müssen durch alles, was passiert, Vertrauen gewinnen ins Leben. Oder wir sollten das, wenn wir auf eine gesunde Art und Weise hier mit unserer Umwelt umgehen. Denn uns wird so viel erzählt, ja? Die Welt ist so komplex, sie ist ja schon. Ich sag mal so, die Welt ist schon komplex, wenn wir nur die Naturgesetze anschauen. Wenn wir nur die Natur, das Wetter, wie sich ein Blatt entwickelt, was die Natur für eine Vielfältigkeit hervorgebracht hat. Wenn wir nur die Natur, ja, und dann vielleicht noch im größeren Sinne das Universum betrachten, dann ist das so komplex und vielfältig, dass das nicht einfach, ja, ein Zufall sein kann. Ja, da ist irgendwas dahinter. Und ich glaube, wenn wir uns mal hinsetzen und den Gedanken mal sacken lassen, merken wir, irgendwas, da ist mehr. Da ist nicht nur irgendein Zufall und tada, und hier bin ich und ja, schön, dann lebe ich mal. Sondern da ist noch mehr. Und dann kommt noch unsere menschliche gesellschaftliche Umwelt drauf, die quasi auf die Natur draufgesetzt wird und sie sogar oft wegdrückt, ja. Und die ist noch viel komplexer, weil sie nach keinerlei Gesetzmäßigkeiten funktioniert in sich selbst. Sie muss sich natürlich den Naturgesetzen unterwerfen, aber sie tut so, als ob sie eine eigene Gesetzmäßigkeit hätte und abgekoppelt wäre von den Naturgesetzen, was sie nicht ist. Und deswegen wird diese immer abstrakter und krankhafter und muss immer wieder durch die Naturgesetze zurückgeworfen werden, in sich zusammenbrechen. Deswegen haben wir sowas wie gesellschaftliche Krisen, deswegen haben wir sowas wie Korruption, niedergehende Imperien, was weiß ich, ja, diese gesellschaftlichen aufgeblasenen, abstrakten Konstruktionen. Es müssen sich im Endeffekt immer noch in der Natur, unter den Naturgesetzen bewegen und sich denen unterordnen. Und deswegen funktioniert das nicht, wenn Dinge abgekoppelt von den Naturgesetzen sind. Das heißt, aber wir nehmen die Naturgesetze nicht mehr für voll. Wir sehen nicht mehr, also viele Menschen sehen nicht mehr, dass in allem ein Sinn ist und dass eigentlich alles auf die Natur zurückzuführen ist. Wir bauen nur darauf auf. Und die verstricken sich in diese gesellschaftlichen in diesem gesellschaftlichen Irrsinn und denken, das wäre die Realität und hier muss ich leben in dieser Gesellschaft und das ist alles, was da ist. Ja, that's it sozusagen. Und in unserer abstrakten gesellschaftlichen Welt wird uns immer gesagt, was gut ist und was schlecht ist. Was sollen wir tun? Kleines Beispiel. Wir gehen mal auf irgendwelche Gesundheitsseiten und schaut mal an, was alles schädlich sein kann. Transfette, irgendwelche Spritzmittel. Wenn man Dinge zu lang kocht, dann sind sie schlecht. Wenn man sie kurz kocht, sind sie gut. Dieser Stoff ist krebserregend und dieser Stoff ist krebserregend und das kann zu dem führen. Und hier kann man Thrombosen entwickeln und alles. Nee, und so weiter und so fort. Also wir haben eine Welt, in der wir gar nicht mehr wissen oder den Überblick behalten können, was ist denn gut und was ist schlecht für uns. Und es wird, die einen sagen, vegane Ernährung ist gut, die anderen sagen, das ist völliger Quatsch. Ja, natürlich gibt es wissenschaftliche Beobachtungen, ja, die man heranziehen kann, um sich sein eigenes Bild zu vervollständigen. Aber worauf darf man sich denn noch verlassen? Man darf sich auf sich selbst verlassen, auf sein eigenes Gefühl, auf seine eigenen Gelüste auch auf eine Art und Weise. Denn der Körper ist noch mit der Natur auf eine gute Art und Weise verbunden, sonst könnte er nämlich gar nicht funktionieren. Unser Kopf oft
nicht mehr richtig, ja, unser abstraktes Denken. Und wenn wir uns auf unseren Körper, wenn wir auf unseren Körper hören und uns auf den verlassen, auf auch ein gutes oder ungutes Gefühl, auf Gelüste oder Abneigungen, dann kommen wir dem, was uns gut tut, viel, viel näher, als wenn wir Dinge abstrakt lesen in unserer Gesellschaft, uns sagen lassen, was für uns gut ist, was für uns schlecht ist, was wir tun sollten und was wir lassen sollten. Und das hat so Überhand genommen in den letzten Jahren, dass uns alles Mögliche gesagt werden soll und muss und wir völlig abgekoppelt werden von unserer Eigenverantwortung. Es gibt Tutorials für jeden Scheiß, ja, selbst für, wie man Ordnung in der Wohnung hält oder wie man seine Hausschuhe richtig hinstellt, das ist ein guter. Also es gibt für jede Kleinigkeit irgendwelche Dinge, wo man einfach das Selbstdenken abgeben kann und einfach das tut, was andere denken, was richtig für einen wäre. Das führt aber zu einer totalen Verwirrung und zu einem totalen Abgeschnittensein von sich selbst. Und das ist total ungesund und schneidet uns noch mehr von der Natur ab, weil unser Körper der Zugang wäre zu den Naturgesetzen, die ja so unterbuttert werden durch unsere gesellschaftlich abstrakte, draufgesetzte Pampe, sage ich mal, sodass wir einfach uns da wieder zurückbesinnen dürfen und wieder erkennen können, hey, wenn ich jetzt Lust auf das habe, dann mache ich das jetzt. Wenn ich Lust auf dieses Essen jetzt habe, dann gebe ich dieser Lust nach und sage, hey, okay, mache ich. Man muss unterscheiden, es gibt auch diese krankhafte Neigung. Das heißt, dass man dann überschwänglich wird, dass man keine Variabilität mehr reinbringt, dass man dass man Kompensation betreibt. Ja, dass man auf eine ungesunde Art und Weise Dinge tut. Zum Beispiel immer schlechte Dinge. Ja, was heißt schlecht? Es gibt kein Gut oder Schlecht, aber für einen selbst schlechte Dinge ist und das immer wieder tut, weil man irgendwas damit kompensiert. Das liegt aber oft daran, dass im Grundsatz schon irgendwas nicht stimmt und man abgekommen ist vom Weg. Man sollte also erstmal versuchen, sich wieder zu verbinden mit dem Körper, mit den Gefühlen, vielleicht auch mal still hinsitzen, mal meditieren, mal atmen, mal spüren, was ist denn in mir drin? Was sind da überhaupt für Gefühle und was überlagert das? Ja? Tut mein Gehirn dauernd da reinkrätschen und mir erzählen wollen, dass es doch ganz anders ist? Oder habe ich einen Zugang? Ja? Ist da ein Zugang da? Und wenn da ein Zugang da ist, dann darf man sich auch wieder fallen lassen und wieder auf den Körper hören und wieder den Gelüsten nachgehen. Weil das Leben weiß ganz genau, was gut für einen ist. Und wenn es gut ist, an einem Tag das zu essen und am anderen das und dann wieder das, dann ändern sich diese Gelüste auch. Ja? Das Essen ist jetzt nur ein Beispiel für viele Bereiche. Und man merkt dann tatsächlich, egal was einem erzählt wird, dass man höchst individuell Dinge tun kann, die einem in der Kombination gut tun. Nicht, indem man auf einen Tag schaut, sondern indem man auf eine große Zeitspanne schaut. Denn das Leben weiß genau, was für deinen Körper, für deine Art zu leben, für dein Weltbild genau das Richtige ist. Auch um, sage ich mal, psychische Gesundheit zu erlangen, nicht nur die körperliche. Das geht ja miteinander einher. Also, wir dürfen wieder Vertrauen in unser Leben erlangen, Vertrauen in unsere Entscheidungen. Wir dürfen auch wieder uns ein bisschen abkoppeln von dem gesellschaftlichen Irrsinn, um auch wieder zu erkennen, was tut mir denn gut, um den Zugang wieder zu öffnen zum Körper, zu den Gelüsten, zu den Abneigungen, zu den Gefühlen, ja, zu dem, was ist stimmig, was ist nicht stimmig. Und wenn wir mehr Menschen so, wenn viele Menschen diesen Zugang wieder erlangen, dann geht es nicht nur den Menschen selbst besser, sondern auch der Gesellschaft wieder besser, weil sie wieder vielfältiger wird, weil wieder jeder, ja, seiner eigenen Gesundung einen Beitrag leistet und damit der Gesundung der Gesellschaft. Dann wird das gesellschaftliche abstrakte System wieder sich annähern den Naturgesetzen, wieder naturnaher werden und nicht mehr so abstrakt und die Menschen da wegziehen, sondern sie vielleicht auch bestärken darin,
ja, mit der Natur gemeinsam zu leben, weil ein gesellschaftliches System gehört ja auch zu unserer sozialen Spezies und das hat auch wieder was mit der Natur zu tun. Aber dieses Gesellschaftliche ist so viel zu abstrakt geworden. Wir dürfen also wieder Eigenverantwortung übernehmen und Selbstvertrauen und dann ja zu einer gesunden Gesellschaft und einem gesunden Ich beitragen. Genau. Und wenn uns das Leben eine Krise schickt, dann ist das immer ein Zeichen, dass da irgendwas noch nicht stimmt. Und wenn es eine Krise ist, die nicht vorbeigeht, ja, ich sag mal eine Krankheit, die dann wirklich nicht einfach weggeht, sondern die bleibt, dann ist das auch eine Aufgabe, damit umzugehen und dann für diese veränderte Situation zu neuen Herausforderungen, die dich wieder näher an deine wahre Bestimmung bringt und die es dir ermöglicht, deinen Beitrag, den du zu der Gesellschaft, zur Welt leistest, noch zu verstärken oder in die richtige Richtung zu lenken. Also alles hat einen Sinn, was passiert. Und wenn man sich diesem Gedanken öffnet, dann ist nichts mehr schlecht und nichts mehr gut, sondern dann ist alles genau richtig, wie es ist. Und dann soll alles so sein, wie es ist. Und das ist unglaublich befreiend und erleichternd. Und wenn wir alle befreit und erleichtert sind, dann leben wir mit mehr Freude und mit mehr Leidenschaft. Und ich glaube, keiner kann behaupten, dass wenn jemand mit Freude und Leidenschaft Dinge tut, dass das dann zu etwas Schlechtem führt. So viel dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.